Wie gesagt, ich will jetzt erstmal ein bisschen in der Hauptquest vorantreiben. Wächterin? Wir sind männlich. Have you heard about the commotion at the palace? Of course. Something about Luminous Adra. A giant made of Luminous Adra. All I know is that they're all at each other's throats up there. Ja, das ist dann eher der richtige Weg. Und wenn wir schon hier sind, können wir mal kurz hinter dem Wasserfall schielen. Es kommt jemand. Oh. Vor dem Hintergrund einer johlenden Menge Jugendlicher hebt eine junge Frau ihr Arm in einer geübt dramatischen Geste. Vorher stehen sich zwei Männer gegenüber, die sich gegenseitig böse Blicke zuwerfen. You both attest that you have made all possible efforts to come to a peaceful. Ihr beide bestätigt, dass ihr alles Mögliche getan habt, um zu einer friedlichen. Die Frau verstummt, als du dich näherst. Plötzlich bist du im Mittelpunkt des Interesses der Menge. Who is this Nasenale? How many cousins do you have or so? Wer ist dieser Nationale, also eine neugierige Person? Wie viele Cousins hast du eigentlich, Orso? Laro kichert. Tostenago. Does that look like any cousin of mine? Idiot, sieht er etwa wie ein Cousin von mir aus? How should I know? Your kin lies with eels. Woher soll ich das wissen? Deine Seele schläft doch mit den Aalen. Orso starrt Laro wütend an und schluckt die Beleidigung wieder herunter, die ihm schon auf der Zunge lag. We have business. What do you want? Wir haben hier was zu regeln. Was willst du? Für den Anfang will ich wissen, was hier los ist. Ich bin hier, um Laro zu hören. Nera sucht nach ihm. Ich will keine Schwierigkeiten. Was ist hier los? Das hier geht dich nichts an. Wir haben eine Rechnung offen und noch bevor er seinen Satz vollenden kann, fährt ihm Laro ins Wort. Watch your words off. You want the Juana to know we're dueling? Psst, pass auf, was du sagst, Dave. Willst du etwa, dass die Juana wissen, dass wir uns duellieren? My bad so to the tribals. We should be free to settle matters on Valiant terms. Pass an die Angeborenen, also. Ah. Wir sollten die Freiheit haben, unsere Angelegenheiten auf valianische Art zu regeln. Orso sieht genervt in deine Richtung. Small wonder the old empire collapsed in civil strife, if this is the Valiant way. Kein Wunder, dass das seit dem Imperium durch Bürgerkrieg untergegangen ist, wenn das die Art der Valianer ist. Er lächelt spöttisch. How do your colonies fare, Adiran? Und wie steht es um deine Kolonien, Ederianer? Orso sieht Alo mit zusammengekniffenen Augen an. Laro, was sagst du? Ich nehme an, dass ihr einen guten Grund für dieses Duell habt. Ihr wisst, dass ihr das nicht tun müsst. Tötet euch ruhig gegenseitig, ich mische mich da nicht ein. Habt ihr einen guten Grund? This street thug called my family a warren of corrupt inbreds. But is there a dung heap in all the world that does not have a little Valera cousin scratching through it? Dieser räudige Hund hat meine Familie ein Nest korrupter Inzüchtiger genannt. Aber gibt es auch nur einen Misthaufen auf der Welt, in dem kein kleiner Valera Cousin herumwühlt? Laro breitet seine Arme aus und lächelt die Menge an. That wolf he calls mother. Would have us live out our days polishing Bardato Silber. Die Wölfin, die er Mutter nennt, würde uns Zeit unseres Lebens das Silber der Bardatos polieren lassen. Orso spuckt auf den Boden zwischen ihnen. Ich bin ein Wächter. Habt ihr eine Ahnung davon, was ich euch antun könnte? Ist diese Beleidigung es wert, dass einer von euch sein Leben verliert? Muss dies durch einen Kampf auf dem Motor entschieden werden? Bestimmt gibt es Alternativen. 10 Kupferstücke auf Laro, 10 Kupferstücke aus Orso. Macht von mir aus, was ihr wollt, aber macht es schnell. Ist es eine Beleidigung wert, dass einer von euch sein Leben verliert? Ack, this is but one chapter in a long anthology of Bardato arrogance. Ack, das ist nur eine von unzähligen Beispielen für die Arroganz der Bardatos. Arrogance? Per complankenet, you should thank me for my patience. Arroganz per Complanta, Complankanet, also hab Gnade mit mir. Du sollst mir für meine Geduld danken. Ja. Spielen wir mal die Wächterkarte aus. Laro und Orso tauschen beunruhigte Blicke aus. Ihr Zorn auf den jeweiligen anderen ist für den Moment beiseite geschoben. Diverus? We are the sons of the wealthiest families in Deadfire. Eine Drohung? Diverus?
Ernsthaft? Wir sind Söhne der reichsten Familie in Todesfeuer. Das hindert mich nicht daran, deine Sinne ins Jenseits zu befördern. Nichts sagen? Muss ich dies durch einen Kampf? Von mir aus macht, was ihr wollt, aber schnell. Nichts sagen. Merla, lauft. Laro pfeift seine Adjutanten zu und sie laufen wie kopflose Hühner davon. Where are you going, you stuffed shirt? Wait. Was? Wo läufst du hin, du Stockfisch, ich? Hey, warte. Orson und seine Kameraden geben ebenfalls Fersengeld. This isn't over, you coward. You can't hide behind your corrupt mother forever. Das hier ist noch nicht vorbei, Feigling. Du kannst dich nicht ewig hinter deiner korrupten Mutter verstecken. Orson verlässt schnellen Schrittes die Arena. Ja, Level up sogar. Durch Salz in der Wunde. Ich habe die beiden jungen Narren vom Wasserfall verjagt. Sie werden ihr Glück wohl ein anderes Mal wieder versuchen, aber nicht solange ich in der Gegend bin. Es scheint, als wäre dies nur eine Ebene eines viel tieferen und vielschichtigeren Konflikts zwischen zwei Familien. Ich habe Laro in einem Duell mit Orso Valera gefunden. Das ist mit Sicherheit etwas, was Nera als Schwierigkeiten bezeichnen würde. Ich konnte einen Weg finden, um die Sache aufzulösen, aber zumindest den Kampf zu beenden. Mein Level up schiebe ich aber erstmal auf, weil das bei 5 Leuten dauert das viel zu lange und wir haben nicht mehr so viel Aufnahmezeit. Ich will erstmal nur ins nächste Gebiet kommen. Weil Erfahrungspunkte sammeln wir so oder so weiter. Ja, von hier aus kommen wir zum Aussichtspunkt und von da aus dann weiter wahrscheinlich zur Schlangenkrone. Ich werde also das Viertel hier mal nur durchqueren, außer es passiert irgendwas. Damit wir den Palast erreichen. You're right. He does do that with his hands. Fie, 'tis roughing his precious spelly book that scares the lad. Or maybe 'tis notching his wee finger. You gotta stop. My sides hurt. Oh, I miss this. Surely you've spied how he's always brushing himself. He won't say, but he's afeard of seagull shit. Oh, also Edda redet gerade mit Alos innerem Dämon. Du hast recht, er steht. Muss ich mal kurz pausieren, sonst geht das zu schnell. Du hast recht, er steht diese Sache mit seinen Händen an. Fei, was dem Jungen Angst macht, ist, dass jemand sich an seinem kostbaren Buch mit den Zaubersprüchen vergreifen könnte. Oder vielleicht, dass jemand seinem kleinen Finger eine Kerbe verpasst. Alle Kapitäne sind gewahrt, im Adra-Koloss auszuweichen, ruft ein Stadtrufer, okay. Du musst aufhören damit, mir tut schon der Bauch weh. Ah, ich habe das so vermisst. Du hast doch gewiss auch schon beobachtet, wie er sich ständig bürstet und putzt. Er will es ja nicht zugeben, aber er hat Angst vorm Seemöwen-Scheiße. Eine seltsame Laterne, was soll sie kosten? Ich glaube nicht, dass Xoti ihre Laterne verkaufen würde. Nekataka, Wache, hast du was Besonderes zu sagen? Dichter können sich besser unterhalten, meine ich. Ja, was ist das für ein Viertel? Wasserformergilde. Und da geht's zur Schlangenkrone und da zum Schlund, okay. Bist du hier ein Imp? Du bist ein Imp. Dunkler Schrank auf Westseite, ah. Eine Kataka-Wache. Ja, ich würde sagen, erstmal zum Palast. A drink, sir? Hast du Trinken zu verkaufen? Wollen wir auf dem Weg den Berg hoch und so durchstehen? Emita neigt den Kopf und zeigt einen Wagen, der mit Fässern beladen ist.
Was schenkt ihr denn hier aus? No one this side of the slope will scorn you for a little indulgence. Schnaps und ähnliches. Niemand auf dieser Seite des Abhangs wird sie für einen kleinen Genuss schimpfen. Sie lächelt. Between us, folks tend to linger and spend coin in Perikis when they've had a few. Good for business, I say. Nur unter uns, die Leute gehen gern mal zu Periki, um ein bisschen zu verweihen und Münzen auszugeben, wenn sie ein paar Intus haben. Wenn das mal nicht gut fürs Geschäft ist, na zeig mal, was du hast. Oh, ist schön, sie hat Ale oder Reiswein. Schenken wir lieber Sake aus. Rum. Wow, Rum ist teuer. Wasser kann ich mir auch super. Ich könnte Milch. Kommt, geben wir den Leuten mal angenehme Milch. Zu trinken. So. Jetzt haben sie wieder ein bisschen was zu trinken. Könnt ihr ihn auch ein bisschen Schleim mal wieder andrehen? Na gut, die Moral wird durch das bisschen Wasser hier nicht so schlimm leiden, hoffe ich mal. Vor allem, weil wir sie ja erstmal durchs Obst pushen. Und bis wir beim Wasser sind, dauert es noch eine Weile. Im Augenblick kann ich es mir einfach nicht leisten, besseres Zeug zu kaufen. Ja, ja, ich weiß vom Stufenaufstieg. You have no right to interfere in Rawatai's business. Hoana culture isn't business, you company drudge. Das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Did the queen summon everyone to the palace? Akira, I've never seen Aruihi run so fast. Do you think the Audra Colossus would come here next? Pray to Kaopa, it does not. Na, betet mal. Wasser, das durch diesen Zeitmesser fließt, hält seinen Mechanismus kontinuierlich in Bewegung. Oh, das ist eine hübsche Uhr dann, hä? Zur Schlangenkrone, genau. Schlangenkrone. Was passiert eigentlich, wenn ich hier nach Vorräten gucke? Da sehe ich auch nichts Neues. Also ich muss wirklich... wenn ich was anderes will, auch in der Stadt mich umgucken, vor allem hier gerade. So, auf zur Schlangenkrone. Und dort wird es dann mal wieder Zeit zu speichern. Das heißt, wir beginnen die nächste Aufnahmesession mit einem Level Up. Können wir ja kurz einen Blick drauf werfen, wie es bei den Leuten mit der Zustimmung aussieht. Ja, die Schlangenkrone. Hier dürfte es nicht viel geben. Ein paar Anwesen, ja. Und die Straße nach Osten. Ja, weil wir haben ja noch hier drüben zwei Gebiete. Aber erst einmal... wollte ich mal ganz kurz meine... nicht meine Rekorde, sondern meine Reputation ansehen. Oh, da haben wir schon viele. Die Principi, Port Maie, Valianische Handelsgesellschaft, bin ich gerade bei minus 1. Okay. Die Huana. Das ist nicht so schön, dass ich bei der Valiana auf minus 1 stehe. Ich hätte da gerne lieber auch ein Plus. So wie ich bei Port Maya zum Beispiel auf 5 bin. Meine drei Gesinnungen, die ich nicht steigern möchte, sind auch in Ordnung. Zwischen denen sieht alles gut aus, zwischen denen sieht alles neutral aus, zwischen denen sieht alles neutral aus, zwischen denen sieht auch alles neutral aus. Okay. Das heißt, wir können noch auf den großen Platz marschieren hier. Und hier speichern wir mal. Das ist jetzt LP 007 dann. LP
007. Und da gibt es hier einen Cut. Also, bis gleich.